Als ik een nieuw patroon heb gemaakt, moet daar uiteraard ook wat een beschrijving bij. Bij het maken van deze beschrijving loop je soms tegen iets aan dat moeilijk in woorden te omschrijven is. In deze video ga ik jullie stap voor stap meenemen in het maken van patroon 1122 van de It's a Fits. Hoi, ik ben Jacqueline van de It's a Fits. Een patronenlijf van Hollandse bodem. Met dit kanaal willen we proberen het jullie makkelijker te maken om je eigen kleding te naaien. Door onderdelen voor te doen, dus denk er dan aan hoe een gulp in elkaar zit, of een kraag, of een manchet, maar ook door bepaalde technieken te laten zien. Als je een patroon koopt, zit er altijd een beschrijving bij, soms heel sumier en soms te uitgebreid, waardoor je denkt, dat kan ik helemaal niet. En ik weet bijna zeker dat als je dan ziet hoe je een gulp moet maken, dat je dan denkt, ja jeetje, dat leek zo ingewikkeld, maar dat kan ik makkelijk, want zo lastig is het dus helemaal niet. Wij gaan dus ook elke maand een film maken van wat we van het begin tot eind bespreken. Dus echt vanaf het overtrek van het eerste lijntje van het patroon tot en met de laatste steek. Lijkt je dit nou wel wat? Of denk je, nou, dat kan wel eens makkelijk zijn. Of ben je gewoon nieuwsgierig geworden? Volg ons dan op Facebook of op Instagram, want daar zullen we altijd een post op plaatsen op het moment dat we weer wat nieuws online hebben gezet op dit kanaal. Ik kan je trouwens ook abonneren. Je kan je abonneren op de rode knop die ergens hieronder zit te klikken. En voor jullie, heel gelukkig voor jullie, hebben wij meer verstand van patronen maken en van kledingstukken naaien als van filmen. Dus sorry als het nog niet helemaal perfect is. Maar opbouwende kritiek is altijd welkom. Veel plezier! Stellen Sie neben dem Muster und der empfohlenen Menge an Stoff und Kurzwaren zu Hause Folgendes bereit. Seidenpapier, Bleistift, Lineal und Geodreieck, Papier und eine Stoffschere, eine Schneidekreidetafel, Stecknadeln und ein Maßband. Sie beginnen mit der Vorbereitung des Musters. Das Muster wird mit einer Nähanleitung geliefert. Sehen Sie hier, welche Teile Sie für das Modell Ihrer Wahl abpausen müssen auf durchscheinendes Seidenpapier. Ich habe Modell B für die Damen gewählt. Auf dem Musterblatt ist angegeben, dass Sie die Streifen des Rocks zuschneiden müssen. Die angegebene Größe enthält die Nahtzugabe. Sie zeichnen diese Streifen auf das Papier und schneiden sie aus. Im Kleid für die Kinder werden die Streifen einfach als Schnittteil auf das Muster gezeichnet. Kopieren Sie alle benötigten Schnittteile auf das Seidenpapier und vermerken Sie alles, was in das Muster geschrieben ist. Die Nummer des Teils, wie oft Sie es schneiden müssen, den Text und die Fadenrichtung auf dem Schnittteil. Die Nähte haben eine Nummer. Kopieren Sie diese und die kleinen Querstreifen, die Sie um die Nähte herum finden, auch. Sie sind beim Nähen sehr nützlich. Stellen Sie sicher, dass Sie dies sorgfältig tun. Wenn Sie am Anfang genau arbeiten, wird das Nähen so viel einfacher. Schneiden Sie das nachgezeichnete Teil großzügig aus oder halten Sie beim Nachzeichnen des nächsten Teils einen gewissen Abstand ein. Zeichnen Sie die Nahtzugabe auf dem durchscheinenden Papier, was leicht funktioniert, wenn Sie die Teile später am Stoff verstecken. Mit diesem Kleid und Rock ist 1 cm Nahtzugabe ausreichend. Wo auf dem Schnittteil Stoffbruch steht, müssen Sie keine Naht hinzufügen. Diese Teile werden dann an die Umbruchkante des umgelegten Stoffes, den sogenannten Stoffbruch, angelegt.
schneiden Sie die Musterteile rundherum aus. Falten Sie den Stoff zur Hälfte mit der rechten Seite nach innen und platzieren Sie den Stoff so, dass die Faltkante zu Ihnen ist. Legen Sie die Schnittteile auf den Stoff. Ein Beispiel für unseren Zuschneideplan befindet sich auf dem Muster. Verwenden Sie dies als Richtlinie. Sie benötigen einige Teile zweimal in Ihrem Stoffeinsatz. Stecken Sie das Schnittteil auf den Stoff fest und zeichnen Sie die Kanten dann mit Schneiderkreide oder Buntstift auf den Stoff. Anschließend die Nadeln und den Schnittteil entfernen und das Teil wieder auf den Stoff stecken. Falten Sie den oberen Teil des Vorderteils, Teil 1 des Musters, doppelt auf die Abnäher, den ich A genannt habe. Sie falten die zwei diagonalen Linien aufeinander und schneiden dann das Ende des Abnäher aus dem Muster weg, damit Sie diesen Punkt später problemlos auf den Stoff kopieren können. Schrägstreifen für den Halsausschnitt diagonal auf den Stoff feststecken. Machen Sie ihn so lang wie möglich. Wenn Sie nicht genug Platz haben, schneiden Sie ihn ab und zeichnen Sie ihn nochmal, bis Sie die Gesamtlänge erreicht haben. Ich werde später zeigen, wie Schrägbänder nahezu unsichtbar aneinander gesetzt werden können. Der Durchzug muss auch an den Stoffbruch gezeichnet werden. Da er in der Länge des Stoffes liegt, ist das nicht möglich. Sie zeichnen ihn auf den Stoff und falten ihn dann um, so dass der geschnittene Teil doppelt so groß wie das Muster ist. Jetzt alle Teile mit einer Stoffschere zuschneiden und alle Passzeichnen vom Schnitt auf den Stoff übertragen. Machen Sie dafür kleine Kerben von einem halben Zentimeter mit einer Schere an der Nahtzugabe, auch dort, wo der Durchzug auf dem Ärmel angegeben ist. Kopieren Sie auch das Ende des vorderen Abnäher auf den Stoff. Wenn Sie dieselbe Art von Stoff haben wie ich, markieren Sie einen Punkt mit einem Bleistift. Wenn Sie einen leichten Stoff haben, markieren Sie ihn mit einer Stecknadel. Entfernen Sie das Papier von den Teilen und ordnen Sie die Teile sofort an. Rockteile zusammen und die Teile der Oberseite zusammen. Wenn Sie den Rock jetzt nähen wollen, können Sie weiter anfangen bei Punkt 10 von diesem Video. Nehmen Sie das obere Vorderteil, Teil 1. Nähen Sie den Abnäher in das Vorderteil, dazu falten Sie das Stück so, dass sich die beiden Einkerbungen treffen und die Falte durch das Ende des Abnähers verläuft. Nähen Sie mit kleinen Stichen bis zum angegebenen Ende. Stellen Sie sicher, dass Sie den letzten Zentimeter wirklich bis zum Rand der Falte nähen. Nehmen Sie das obere Rückenteil, Teil 2. Legen Sie es mit der rechten Seite nach oben. Legen Sie die Vorderteile darauf und nähen die Schulternähte, Naht B. Ich werde nicht immer zeigen, wie Sie alle Nähte versäubern müssen. Das versteht sich von selbst. Ich benutze kaum Stecknadeln oder Reihgarn. Wenn Sie sich dadurch besser und sicherer fühlen, sollten Sie dies auf jeden Fall tun. Wir werden den Halsausschnitt mit verdeckten Schrägstreifen versäubern. Zum Aneinandersetzen des Schrägstreifens die Streifen im rechten Winkel rechts aufeinanderlegen. Die Schrägstreifen nun diagonal genau zwischen den Kreuzungspunkten mit kleinen Stichen zusammennähen. Nahtzugabe bis 5 mm von Stepplinie abschneiden. Die Naht auseinanderklappen und ausstreichen. Überstehende Ecken der Nahtzugabe abschneiden. Die Naht ist von rechts nahezu unsichtbar.
Schrägstreifen in der Länge doppelt bügeln mit der rechten Seite des Stoffes heraus. Bügeln Sie sofort die Schulternähte des Vorder- und Rückenteils nach hinten und die Abnäher im Vorderteil nach unten. Überprüfen Sie, ob Ihre Streifen lang genug sind. Streifen mit der offenen Kante auf die rechte Stoffseite des Halsausschnitts legen. Streifen durch die Mitte entlang des Halsausschnitts steppen. Stellen Sie sicher, dass Sie den Ausschnitt des Vorderteils während des Nähens nicht dehnen. Sie können die Schrägstreifen beim Nähen leicht dehnen, der Ausschnitt selbst jedoch definitiv nicht. Für ein schönes Endergebnis ist es sogar noch besser, den Halsausschnitt ein bisschen eingehalten an die Schrägstreifen zum Steppen. Nahtzugabe bis 5 mm von der Stepplinie abschneiden. Den Streifen nach oben umbügeln. Achten Sie wieder darauf, die Stichlinie nicht zu dehnen. Schrägstreifen zur Innenseite des Halses wenden und bügeln. Die Streifen sind an der Außenseite des Ausschnitts nicht sichtbar. Schrägstreifen von innen kantig absteppen. Jetzt nehmen wir den Ärmel. Bügeln Sie den Rand des Durchzugs 1 cm nach links. Platzieren Sie den Durchzug auf die richtige Höhe des Ärmels. Ich habe Stecknadeln in die Ärmelnaht gesteckt. Da können Sie es besser sehen, als wenn es nur kleine Einkerbungen gibt. Stecken Sie den Durchzug fest und achten Sie darauf, dass der Abstand zum Ärmelsaum überall gleich ist. Nähen Sie den Durchzug ab und bügeln Sie ihn dann Richtung Ärmelsaum. Messen Sie Ihr Handgelenk locker. Markieren Sie diese Größe plus 2 cm auf dem Gummiband. Schneiden Sie auf beide Seiten ein paar Zentimeter ab. Dies erleichtert die Verarbeitung. Nähen Sie ein altes Stück Kordel oder ein schmales Band, das 10 cm länger als die Länge des Durchzugs ist, an ein Ende des Gummibandes. Jetzt werden wir die Unterseite des Durchzugs auf die Ärmel steppen. Legen Sie die Kordel zwischen Durchzug und Ärmel und stellen Sie sicher, dass die Kordel etwas herausragt. Sichern Sie das Kordelend mit einer Stecknadel. Steppen Sie den unteren Teil des Durchzugs auf die Ärmel. Während des Nähens platzieren Sie die Kordel so tief wie möglich in den Durchzug, damit Sie ihn nicht versehentlich festnähen. Wenn der Durchzug abgesteppt ist, ziehen Sie vorsichtig an der Kordel, damit Sie das Gummiband automatisch in den Durchzug ziehen. Hören Sie auf zu ziehen, wenn sich die letzte Markierung am Gummiband am Ende des Durchzugs befindet, und nähen Sie das Gummiband dort fest. Ziehen Sie nun erneut an der Kordel, bis die andere Markierung auf dem Gummiband erscheint. Nähen Sie das Gummiband auch hier. Schneiden Sie die Kordel ab und verwenden Sie sie später am anderen Ärmel. Schneiden Sie die hervorstehenden Gummibänder nicht ab. Jetzt stecken wir den Ärmel in das Armloch. In der Oberseite des Ärmels befinden sich eine Reihe von Einkerbungen. Ähnliche Einkerbungen befinden sich auch im Armloch. Stecken Sie die zusammen. Die Einkerbung oben an den Ärmelkopf befindet sich an der Schulternaht. Stecken Sie auch den Anfang und das Ende des Ärmelkopfes in die Achselhöhe, vorne und hinten. Nähen Sie den Ärmel in das Armloch, den Ärmel unten beim Nähen.
Jetzt nehmen wir die Ärmel und fortlaufend die Seitennaht. In der Unterseite des Vorderteils befindet sich eine Einkerbung, welche die mittlere Vorderseite anzeigt. Ich habe erneut einen Stift hineingesteckt, um etwas klarer zu machen. Stecken Sie diese Punkte zusammen. Bei Damen geht das rechte Vorderteil über das linke Vorderteil. Nähen Sie die Vorderteile einen halben Zentimeter vom Rand zusammen. Versäubern Sie die Ärmelsäume mit einem schmalen Saum. Der obere Teil des Kleides ist jetzt fertig. Wir nähen jetzt das untere Stück des Kleides, der dem Rock entspricht. Die Seitennähte aller Teile nähen, versäubern und bügeln. Versäubern Sie den unteren Streifen des Rocks mit einer schmalen Saum. Bügen Sie diese Saum im Voraus. Das ist jetzt viel einfacher, als wenn der Streifen bald zerknittert ist. Legen Sie die Teile des Rocks für einen Moment beiseite. Sie benötigen einen Bund für den Rock, den ich im Punkt 12 erläutern werde. Falten Sie für das Kleid einen Durchzug, Teil 5, in der Länge nach doppelt. Nähen Sie die Ende zu einem Kreis zusammen, die Naht auseinanderklappen und bügeln. Versäubern Sie die Enden des anderen Durchzugteils mit einer schmalen Saum. Legen Sie die Enden fest gegeneinander und nähen Sie sie auf beide Seiten zusammen. Dadurch entsteht in der Mitte eine Öffnung, durch die das Gummiband eingezogen werden kann. Die beiden Durchzüge mit der linken Seite des Stoffes zusammenlegen, die Öffnung eines Durchzugs an der Naht des anderen. Nähen Sie sie auf einer Seite zusammen, 7 bis 8 mm von der Kante. Nehmen Sie jetzt ein anderes altes Stück Kordel oder ein Stück schmales Band, das etwas länger ist als der Durchzug um es herum. Führen Sie den Anfang der Kordel durch die Öffnung und sichern Sie ihn mit einer Stecknadel. Nun nähen Sie die andere Seite der beiden Durchzüge aufeinander. Die Kordel befindet sich zwischen den beiden Lagern des Durchzugs. Das andere Ende der Kordel führen Sie auch durch die Öffnung und befestigen Sie sie erneut mit einer Stecknadel. Wir führen das Gummiband später durch. Die Kordel sorgt dafür, dass Sie das Gummiband später leicht durchziehen können. Für das Kleid gehen Sie nun mit dem nächsten Punkt fort. Wir nähen hier den Bund des Rocks. Legen Sie beide Teile des Bunds rechts auf rechts zusammen und nähen Sie Seitennähte aufeinander. Jetzt die Nähte auseinanderklappen und bügeln. Bügen Sie den Bund zur Hälfte, linke Seite innen. Nähen Sie die offenen Seiten zusammen und lassen Sie ein Stück von 10 cm offen, um das Gummiband später einziehen zu können. Schneiden Sie das Gummiband auf die richtige Länge. Ziehen Sie das Gummiband durch den Bund und nähen Sie die Ende des Gummibandes zusammen.
Nehmen Sie die Öffnung zu. Dehnen Sie das Band und nähen Sie es bei Bedarf noch zweimal. Ich werde Ihnen zuerst erklären, wie man sich an der Maschine einkräuselt. Nehmen Sie den Garn in einer Kontrastfarbe. Der Faden muss später entfernt werden und das wird mit der Kontrastfarbe viel einfacher. Stellen Sie die Maschine auf die längste Stichlänge ein und lockern Sie die obere Fadenspannung. Die erste Stichlinie 0,5 cm neben der Schnittkante nähen. Die Enden der Nähte werden nicht gesichert und die Fäden müssen man lang abschneiden. Die zweite Stichlinie nähen Sie 1 cm neben der ersten. Nun an den beiden Unterfäden gleichzeitig ziehen. So wird der Stoff eingekräuselt. Ist die gewünschte Breite erreicht, die Kräuselung gleichmäßig über das ganze Stück verteilen. Wenn das zu kräuselnde Stück sehr lang ist, ist es sinnvoll, den Abschnitt zu halbieren. So erzielt man ein gleichmäßigeres Ergebnis und die Gefahr, dass zwischendurch der Faden reißt, ist gebannt. Wenn Sie wie ich spezielle Kräuselfüße an Ihrer Nähmaschine haben, sollten Sie zuerst einen Test durchführen, um festzustellen, ob die Kräuselung nicht zu eng oder zu locker ist. Nehmen Sie dazu ein Stück Stoff. Messen Sie ein Stück Stoff von 30 cm und kräuseln Sie dieses Stück. Wenn es nach der Kräuselung 20 cm ist, sind Sie mit diesem Modell an der richtigen Stelle. Wenn es zu groß oder zu klein ist, passen Sie dies an der Stichlänge der Maschine an. Bei einem größeren Stich ist das Endergebnis kleiner, bei einem kleineren Stich ist das Endergebnis größer. Wie Sie sehen, war es bei mir genau richtig. Kräuseln Sie nun die Oberseite des unteren Streifens. Die Länge nach der Kräuselung sollte so breit sein wie der mittlere Streifen. Kräuseln Sie die Oberseite des Mittelstreifens. Diese wird nach der Kräuselung zusammen mit dem oberen Teil des Rocks gesteppt. Stellen Sie daher sicher, dass Sie nach dem Kräuseln die Breite der Unterseite des oberen Rockteils haben. Nehmen Sie das obere Rockteil. Machen Sie eine kleine Einkerbung auf der Hälfte der Oberseite des Vorder- und Rückenteils. Die Oberseite ist auf dem Muster mit dem Buchstaben H angezeigt. Für das Kleid nehmen Sie jetzt den Durchzug. Legen den Durchzug mit der Öffnung nach oben auf der rechten Seite des Rückenteils. Die Öffnung im Durchzug genau auf der Einkerbung, den Sie gerade halbwegs der obere Rockseite geschnitten haben. Nähen Sie den Durchzug und den Rock zusammen. Für den Rock nehmen Sie nun den Bund und nähen Sie ihn an der oberen Rockteil. Setzen Sie die Seitennähte an der Seitennähten des Rocks fort. Steppen Sie die gekräuselte Seite des mittleren Teils des Rocks und die Unterseite des oberen Rockteils zusammen. Machen Sie die gekräuselte Seite unten beim Nähen. Ich finde das zumindest am einfachsten. Stellen Sie sicher, dass die Seitennähte des Streifens und des oberen Rockteils sauber verlaufen. Nähen Sie dann den unteren Streifen auf die gleiche Weise an den mittleren Streifen.
Wenn Sie den Rock genäht haben, sind Sie jetzt fertig. Nähen Sie nun den Rock an der oberen Teil des Kleides, die rechte Seite des Stoffes, zusammen. Die Öffnung im Inneren des Durchzugs befindet sich in der Mitte des Rückens. Messen Sie das Gummiband an der Taille der Person, für die das Kleid bestimmt ist, und schneiden Sie es auf die richtige Länge. Nähen Sie das Ende an die Kordel, die durch den Tunnel führt. Und ziehen Sie das Gummiband durch den Durchzug. Nähen Sie die Enden des Gummibandes sicher zusammen.